Hallo und willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Freunde. In diesem Video zeige ich euch einen neuen XP-Glitch. Ja, ich habe nur gelacht, weil der so gelacht hat. Ich finde den cool. Mit diesen XP-Secrets bzw. Glitches levelt ihr schneller. Let's go. Wir gehen einmal zum Kreativmodus, zum Inselcode und geben die folgenden Ziffern ein. 56713299145050V75. Das bestätigen wir. Wenn ihr alles richtig eingetippt habt, kommt das hier 1v1 Private Build Fights. Wir gehen auf Spielen, privates Match und Spiel starten. Wir lassen die Map laden. Das ist diese Map, meine lieben Freunde. Yay. Wir warten am besten 10 Minuten, denn da bekommen wir das Maximale an XPs. Wir schauen nach links und hier seht ihr einmal diese verschiedenen Orbs. Wir laufen einmal zu diesem blauen Orb und bauen genau dahinter zweimal Rampe. 1, 2 und dreimal Boden. 1, 2, 3. Und hier hinten habt ihr den ersten Secret XP Button. Den könnt ihr bestätigen. Und wie ihr seht, bekomme ich 1000 Ticks pro Sekunde. So, wir gehen jetzt wieder runter zu dieser Map. Yay. So, wenn wir Richtung Orb schauen, schauen wir nach links und wir müssen einmal zu dieser Ecke hin. Wenn wir hier stehen, nehmen wir unsere Boden raus und zwar einmal nach rechts. Also wir gehen einen Step nach rechts, so, damit ihr so steht. Hier bauen wir viermal Boden. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen unsere Rampen und bauen drei Rampen. 1, 2, 3. Und oben bauen wir einmal einen Boden. Und hier habt ihr den nächsten XP-Button. Den bestätigt ihr. Ihr werdet zurückteleportiert und bekommt Erfahrungspunkte. Wir schauen jetzt nach links, also wir schauen Richtung Orbs und wir springen auf die 1v1 Arena. So, ihr schaut Richtung Orbs und schaut nach rechts und hier müssen wir bauen. Hier bauen wir 10 mal Rampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier oben in der Mitte habt ihr den nächsten XP-Button. Dann bestätigt ihr, werdet zurückteleportiert und bekommt wieder Erfahrungspunkte. Nice. Wir laufen Richtung Orbs. So, wir schauen Richtung Orbs und schauen nach rechts. Und wir müssen einmal zu dieser rechten Ecke, wo euer Avatar steht. Und hier rechts bauen wir 10 mal Rampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 6 mal Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf dem sechsten Boden schauen wir nach rechts, platzieren einen Boden. Und hier in der Mitte habt ihr den nächsten XP-Button. Ihr werdet zurückteleportiert und bekommt wieder Erfahrungspunkte. Wir schauen Richtung diesen Orbs und nach links. Hier, wo wir gebaut haben, bauen wir daneben 6 mal Rampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir bauen jetzt Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21. Auf den 21. Boden schauen wir nach links und bauen einmal einen Boden. Und hier in der Mitte habt ihr den nächsten XP-Button. Dann bestätigt ihr, ihr werdet zurückteleportiert und bekommt Erfahrungspunkte. Wir schauen jetzt Richtung Orbs und nach rechts. Und hier habt ihr einmal diese Sky Modes bzw. diese Schalter. Und hier rechts bauen wir einmal drei Boden. 1, 2, 3. Wir nehmen Rampen raus, bauen drei Stück. 1, 2, 3. Boden, drei Stück. 1, 2, 3. Rampen und wieder drei Stück. 1, 2, 3. Hier oben platzieren wir einen Boden. Wir schauen nach links und bauen zweimal Boden. 1, 2. Und hier hinten habt ihr den nächsten Secret XP Button. Ihr werdet zurückteleportiert und bekommt Erfahrungspunkte. Wir schauen nach rechts zu den Schaltern und wir müssen einmal in die rechte Ecke. Wir laufen nach da hinten hin, schauen auf die linke Seite und bauen hier einmal eine Rampe und 12 mal Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und hier hinten habt ihr den nächsten XP-Button. Ihr werdet zurückteleportiert und bekommt wieder Erfahrungspunkte. Wir schauen wieder nach rechts. Wir laufen einmal zu diesen Schaltern und wir schauen nach links. Und wir müssen einmal zu diesem Creator-Banner und zu dieser Ecke. Wir schauen auf die linke Seite. Hier bauen wir zweimal Rampe. 1, 2. Zweimal Boden. 1,
2. Wir bauen eine Rampe und wir beenden das einmal mit zweimal Boden. 1, 2 und hinten habt ihr den nächsten XP-Button. Bestätigen, ihr werdet zurückteleportiert und bekommt Erfahrungspunkte. Nice. Wir schauen wieder nach rechts, laufen zu diesen Schaltern hin und nach links in diese Ecke. Wir bauen einmal auf der rechten Seite eine Rampe und einen Boden. Und wir müssen jetzt insgesamt 9 Ebenen hochbauen. Das ist die erste Ebene, das ist die zweite Ebene und so weiter. 3, 4, 5, 6, oh, das war knapp. 7, 8 und das ist 9. Wir schauen nach vorne und bauen dreimal Boden. 1, 2, 3. Wir schauen nach links und bauen einmal Boden. Und hier in der Mitte habt ihr den nächsten XP-Button. Dann bestätigt ihr, ihr werdet zurückteleportiert und bekommt saftige Erfahrungspunkte. Schaut mal, das sind jetzt 30.000 und die stacken sich weiter hoch. Das ist ein richtig schöner XP-Button. Und auf der linken Seite haben wir Level Up erreicht. Nice. Easy. Und nochmal 34.000 dazu. Dieses Mal gehen wir auf die 1v1 Arena drauf. So, wir bauen einmal da, wo wir nicht gebaut haben. Ganz einfach. Also wie gesagt, hier habt ihr gebaut, rechts nicht. Hier bauen wir 10-mal Rampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 5-mal Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, das 5. Let's go. Wir werden zurückteleportiert und bekommen wieder Erfahrungspunkte. Yay! Nice, Leute. Nice, nice, nice. Da sind fast 10.000. Let's go. 1,5 Levels safe einfach so auf den Nacken. Ihr könnt euch jetzt ausloggen und wieder in diese Map rein und diese ganzen Spots abfarmen. So levelt ihr ganz, ganz schnell. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Hinterlasst doch gerne ein Like, damit supportet ihr mich. Da bedanke ich mich vom Herzen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie viele Levels ihr erhalten habt, beziehungsweise wie viel XP ihr bekommen habt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.